Ja, servus, willkommen bei Hashtag Frag den Braumeister. Mein Name ist Richard Hopf aus der Langbräu Schönbrunn. Wir sind hier in der Weißbier-Reifekammer und wir behandeln das Thema Etikett auf dem Kopf stehend. Wir werden immer wieder angerufen von auch geistig hochwertigen Menschen, die sagen, schafft ihr es nicht, das Etikett richtig rum drauf zu bekommen? Wir würden es schaffen, möchten aber zum Denken anregen. Folgender Hintergrund: Es gibt Hausfrauen, die waschen früh das Senfglas aus, das gerade leer geworden ist, quetschen das in den Schrank rein, wo die anderen verstaubten Gläser drin stehen. Und wenn dann Mittag nach der getanen Arbeit ein Weißbier getrunken wird, ist meistens ein Kristallweißbier im Glas, weil die Hefe setzt sich bei der echten Flaschengärung nach 2 Wochen am Boden ab. Und wir haben quasi einen Hefebodensatz. Der möchte vorher aufgeschüttelt werden, indem man sagt, ah, Schönbrunner Weißbier. Und dann hat man auch die Möglichkeit, das Bier aus kleineren Gläsern zu genießen. Extrem wichtig, dass die Hefe drin ist, weil wir haben die ganzen B-Vitamin-Komplexe in der Hefe und wichtig für Haut, Haare, Nägel, damit die Damen auch weiterhin schön bleiben und das Schönbrunner Weißbier in vollen Zügen genossen werden kann. Zum Wohle.